Willkommen zum nächsten Video. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier etliche Umbaumaßnahmen vorgenommen an meinem 70 Kubik Rennmax Yen. Das neue Setup habe ich schon vorgestellt. Bolini CP21 Stage 6 Luftfilter CycleTech Edelstahl Anzugstutzen, den ich umgeschweißt habe mit einem selber gemachten Flansch. 70 Kubik Akoa mit einem Rennsport-Porting, das ich gemacht habe, also maximale Einlassfläche, die man hier durch den Schlitzeinlass machen kann. Maximale Auslassfläche, die mit einem 28er Krümmer noch sinnvoll ist. Der hochverdichtete Zylinderkopf, den man bekommt, mit der grossen Quetschfläche. Das ist jetzt verbaut. Und der Stage 6 Pro Replika-Auspuff, den ich noch umgeschweißt habe. Das ist jetzt verbaut. Das ist das neue Setup, das habe ich ja schon gezeigt. Aber jetzt ist noch etwas anderes Hübsches hergekommen, und zwar eine Scheibenbremsanlage. Weil die Bremswirkung mit der Trommelbremse doch auch massiv nachgelassen hat, vor allem gerade vorne, weil vorne hat man mehr gebraucht als hinten. Hat auch von quietschen, hat auch nicht mehr richtig gezogen. Ich habe das Zeug immer noch, weil gut ist es ja eigentlich immer noch, aber für den Zweck ist es halt einfach nicht mehr so das Wahre. Ist jetzt eine Motorforce-Bremspumpe hergekommen, Galfer Stahlflex-Bremsleitung und 4 Kolben Stage 6 Bremszangen mit der Bremsscheibe, die man ja kennt, für die Mofa Puch Maxi. Und hier Swing Nabe für Scheibenbremsaufnahme. Dann selber habe ich die Halterung gebaut hier. In den kurzen Videos, die ich auf Instagram gezeigt habe, sieht man noch, wie das Ganze aufgebaut ist. Die Halterung mit dieser Nabe und dieser Bremsanlage war ja schon mal beim blauen Rennmax Yes verbaut, wo ich auch ursprünglich den Motor drauf hatte. Ganz früher noch der Metra-Motor und zum Schluss noch der Ital-Monster-Motor. Jetzt hat das ja alles ein bisschen geändert. Das ist jetzt ein eigenständiges Fahrzeug geworden und Zital Monster andere Gattung. Und dort habe ich ja alles neu. Also die Bremsanlage hier ist vom anderen übernommen worden mit der Scheibe. Einfach die Nabe ist neu gekommen. Halterung habe ich müssen anpassen. Und so sieht das jetzt aus. Also jetzt kann man wirklich sagen, jetzt ist es ein vollwertiges Rennmofa. So wie es eigentlich auch sein soll, mit Scheibenbremse vorne, gute Gabeln, starkes Motorsetup, Badlex-Reifen für ordentlich Grip und natürlich wichtig, was ich schon vorgängig gemacht habe, ist hier so eine Strebe, 5 mm Flacheisen ist das, dass es auch richtig stabil ist, weil die Holmen hier, die dürfen wirklich nicht verdrehen. Jetzt, wo eine gute Bremsanlage verbaut ist, besteht die Gefahr, dass der Holmen hier deutlich stärker belastet wird als der hier hinten. Und der Bügel macht nichts anderes, dass er die Kraft der Bremsanlage und alles auf den Holmen hier wirkt, auf diese Seite übertragen, damit es wirklich stabil drinnen ist. Man muss sich so überlegen, die Bremsanlage ist auf einer Seite. Wenn ich mit 90 km/h Vollbremsung mache, weil die nächste Kurve kommt, will das hier dann natürlich so verdrehen. Das heisst, den Holmen hier, wo die Bremse dran ist, will so gegen hinten gehen, oder? Das ganze Rad will so verdrehen, ganz leicht. Bei EPR-Gabel ist das nicht so schlimm wie zum Beispiel bei anderen. Ich hatte ja vorher EPR-Chrom drauf. Dort war es wirklich so, dass mit der Original-Trommelbremse schon das Rad so geneigt hat, weil sich der Holmen verdreht hat. Ist dann auch die Stange hier hat sich gegen Kinder gebogen und das Ganze hat sich so verdreht. Mit dieser Verstrebung hier stabilisiert sich das Ganze und das Rad bleibt in Position. Sehr wichtig, weil sonst gibt es so ein Kuttel, ein schwammiges Fahrgefühl auch in der Kurve. Sie hat Kräfte auch nicht immer gleichmäßig verteilt auf beide Holmen. Und darum, der Bügel ist sehr wichtig. Das ist etwas vom Wichtigsten, was es braucht, für das einfach die Gabel in Position bleibt. Und vor allem eben gerade mit Scheibenbremsanlage. Ja, das war jetzt eigentlich die Arbeit gewesen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe, inklusive heute. Jetzt hätte ich gesagt, muss ich mal eins ein Ründchen drehen damit. Das ist wirklich eine Pflicht. Jetzt habe ich das Setup ja schon fast einen Monat drauf. Bremsanlage eigentlich seit gestern und heute.
drauf. Aber gefahren bin ich noch nicht wirklich gross, einfach mal so etwas hier drumherum. Und ein paar Minuten im Leerlauf laufen, ein bisschen rumgegäselt und mehr ist eigentlich noch nicht passiert. Also ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Aber eins weiss ich auf jeden Fall, schon nur anhand der Kompression, die er hat. Das hier hat richtig entgegen. Weiss man schon, dass Leistung vorhanden ist. Beim alten Zylinder hat man ja wirklich viel ringer können am Seilzugstarter ziehen. Man hat auch gesehen, dass Beschädigungen in der Laufbahn vorhanden waren, die die Leistung beeinträchtigt haben. Und der Einlass war schon nicht ganz so gross gewesen, wie er eigentlich sollte sein für einen 19er Delorto-Vergaser. Und hier ist er ja noch grösser, weil hier habe ich noch einen grösseren Vergaser, eben 21mm Bolini CP-Vergaser und einen gröberen Auspuff mit einem gröberen Resonanzvolumen. Einfach aus dem Grund heraus, weil auch die Kanäle hier grösser sind, der Vergaser grösser ist, wollte ich mal das System probieren, wie gut es auf Carbon Lease funktioniert. Ich bin zuerst zuversichtlich, dass es recht geil wird funktionieren, aber eben wie gesagt, jetzt muss ich ein Testfahrtchen machen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann bis dann, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das wunderschöne Wetter, blauer Himmel, nicht ein Wölkchen da oben, nichts. Einfach auf meiner Seite, wo ich am Schrauben bin, wie man sieht, ist es extrem schattig. Aber halb so wild. Ich fahre jetzt gleich schnell eine Runde mit dem. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.